ICE 7033 München Hauptbahnhof. Es ist 5 Uhr. Wir fahren heute die Baureihe 401 von der Deutschen Bahn auf der Strecke Aschaffenburg-Gmünden. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Wenn wir mal schauen, was uns hier erwartet. Als erstes geben wir natürlich die Türen frei. Das heißt, wir werden als erstes mal den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen, dann die Türen freigeben. Die Spitzensignale lassen wir so. Das machen wir auf ein. So, das machen wir. Wir machen den Bremsschlüssel auf. Dann machen wir die Zugsicherungssysteme ein. Das heißt AFB ein. Vollsollfreigabe. Wir machen die LZB ein, die PZB ein und die SIFA ein. So, das wäre es soweit. Dann machen wir noch die AFB ein. Haben wir ja meine natürlich nach vorne verlegen. 40. So. Das hätten wir auch soweit. Wir können die Türen verriegeln. Können den Fahrmotorlüfter auf automatisch. Sehr schön. Dann können wir eigentlich soweit abfahren. Können uns hier draußen noch ein wenig umsehen. Und sehen, dass wir alles richtig gemacht haben. Die Türen sind geschlossen, dann können wir losfahren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trainsimulator 3, der Danny spielt das. Auf geht's! Wir lösen die Bremsen und schalten langsam auf. Natürlich muss erstmal der Fahrmotorlüfter auf hochfahren und dann wird sich der Zug auch in Bewegung setzen. Auf geht's! Befreien. Und dann fahren wir Richtung Gmünden, 41 Kilometer. Dann schauen wir mal, was uns so an KI-Verkehr entgegenkommt. Wunderschön. Wie der Zug sich da so durchschlängelt. Natürlich drücken wir die SIFA. Es ist doch ein wunderschönes Bild, oder? Schaut euch das mal an. Ich finde das wunderschön. Da hinten in der Kurve verschwindet er. So, wir dürfen aufschalten. So, die Sonne geht langsam auf in diesem wunderschönen Sommertag. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil die Zeit schon so hell spricht eigentlich für den Sommer. Das Szenario stammt aus dem Creators Club. Nur, falls ihr das sucht und auch mal spielen wollt. Gleich 140, jetzt sind wir schon 160. Und da werden wir mit Sicherheit gleich auch die LZB aufgenommen.
Noch etwas in eigener Sache. Und zwar wurde ich gestern von einem Add-on-Händler angeschrieben, ob ich in Zukunft gerne ein neues Spiel präsentieren möchte, was es eigentlich schon gibt, aber ja, es wird neu aufgemacht mit Ansagen und so weiter. Und das werde ich in Zukunft auf meinem Kanal präsentieren. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Seid einfach gespannt auf das, was da kommt. Freut euch drauf. Es wird euch auf jeden Fall sehr gefallen, da bin ich mir ganz sicher. Es wird sich noch ein bisschen, es wird noch ein bisschen dauern, bis es rauskommt. Wenn es soweit ist, werdet ihr es sehen und freut euch auf jeden Fall drauf. Wir sollten jetzt hier mal unterschalten. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf, dieses Angebot bekommen zu haben und ich werde für alles tun, das gewissenhaft und für euch sehenswert zu präsentieren. Wie gesagt, bald auf meinem YouTube-Kanal ein neues Game mit neuen Szenarien, Ansagen und so weiter. So, siehst du? Wunderschön, wunderschön. Diese Strecke Aschaffenburg Münden ist immer wieder wunderschön anzusehen. Eine richtig schöne Gegend. Kann man nicht anders sagen. Der Zug sich hier in die Kurven legt, einfach nur traumhaft. Wir bleiben vorerst bei 120. Wunderbar, einfach nur wunderbar. Also ich wollte eigentlich schon längst wieder reingehen, aber ihr seht es ja selber, diese Bilder hier, die sind einfach wunderschön, viel zu schade, das nicht von außen zu zeigen. So, gleich 110. Fahren wir unseren frühmorgendlichen ICE auf dieser wunderschönen Strecke.
lieber ist, wenn die Sonne so langsam, aber sicher über die Bäume drüber wegschaut und so langsam hinter den Bergen hervorkommt und ja, alles so ein bisschen in Licht einhüllt. Das ist einfach wunderschön. So, wir werden jetzt hier relativ langsam, also jetzt gleich nur noch 100. So, können wir es wieder befreien. Können wir auf 100 machen. Beziehungsweise können wir direkt schon runter auf 90. Diese Strecke auch schon lange nicht mehr gefahren, also ist mal wieder was anderes als immer die Standardstrecken, um mal wieder sowas zu fahren hier. So, durchfahren hier einen etwas größeren Bahnhof. Scheint sehr wenig los zu sein um diese frühe Uhrzeit. Also ist noch nicht viel Verkehr auf der Strecke. Eigentlich gar nichts bis jetzt. Ah, da kommt was. IC3. Na also, geht doch. Das werden wir auch schrittweise wieder schneller. So, dann sind es vielleicht noch 20 Kilometer. Ein schönes, schnuckliges, kleines Szenario. Ist auch mal ganz schön. So, kurz vor Ostern, am heiligen Karfreitag. Nicht mal Brötchen gab es heute, zumindest nicht an der Bäckerei. Aber ja. Ich denke, damit kann man sich dann auch noch begnügen. Dafür hat man ja, oder die meisten haben ja zumindest jetzt 4 Tage frei, ne? Mit heute, morgen, Sonntag und Montag. Ich denke, es geht ganz klar. Dann nächste Woche 4 Tage arbeiten, dann aber das nächste Wochenende. Und dann steht ja schon bald im Mai vor der Tür. Und dann geht es schrittweise aufwärts mit dem Wetter, hoffe ich, mit den Temperaturen. Dann kommt wieder hoffentlich ein schöner Sommer.
man wieder viel draußen machen kann. Bahnfahren zum Beispiel. So wie ich. Ich werde ja im Sommer auch wieder fahren, auf Tour fahren. Am 24.06.2023 geht es wieder auf Tour. Für euch. Wohin bleibt noch ein Geheimnis? Ihr werdet es dann noch früh genug erfahren und ja. Es wird wie immer wunderschön, hoffe ich. Kann es eigentlich kaum noch erwarten. Aber auch die 2 Monate und ein paar Tage schaffen wir dann noch. Wir sollten hier mal ein bisschen in die Bremse gehen. Wer kann mir denn sagen, wo wir hier sind? Ich weiß das ja jemand von euch. Eine richtig schöne Gegend hier bei Aschaffenburg, Gmünden. Lohr gehört ja noch dazu, den Haltestationen. Eine schöne, ruhige Fahrt durchs Bergische. Früh am Morgen bei Sonnenaufgang. Ist doch wirklich sehr, sehr schön. Ist hier kurvig die Strecke. Man kann hier nicht unbedingt die Höchstgeschwindigkeit des Zuges ausfahren. Es ist ja auch keine Schnellfahrstrecke. Ist einfach mal was ganz was anderes. Schön, wie sich die Sonne in den Gleisen spiegelt. Seht ihr das? Das ist einfach schön. Das Wetter scheint dann doch stabil zu bleiben. Also keine Wolke am Himmel. Die Sonne scheint. Zurzeit sieht es mit dem Wetter bei uns ja leider ein bisschen trübe aus. Bei uns zum Beispiel. Oder zumindest. Naja. Aber ich habe gute Hoffnung, Ostermontag soll es schön werden. Sonnig und 17 Grad. Das hört sich ja sehr gut an. Da kann man wirklich was draußen machen. Also. Da ist vielleicht sogar ein Eis drin. Oder ein schönes Weizen. Oder überhaupt ein Bier im Biergarten. Es lädt auf jeden Fall dazu ein, dass es wirklich so wird am Ostermontag. Aber bitte.
So, dann kommen wir wahrscheinlich gleich wieder an einem Bahnhof dran vorbei. Gut 3 Kilometer, würde ich jetzt mal schätzen, wenn wir gleich wieder auf 100 runter müssen. So, LCP wird nicht mehr kommen. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Nicht für die letzten 12 Kilometer, kann ich mir nicht vorstellen. Gut, das ist jetzt auch keine Schnellfahrstrecke. Von daher gibt es jetzt auch keine Begründung, dass hier irgendwo LCP verbaut sein sollte. So, im Straßenverkehr ist dann schon ein bisschen mehr los als hier auf den Schienen, wenn ihr das da rechts so seht. Einiges an Autos los, zumindest in der Einrichtung. Kann man sogar den Mond noch ein bisschen sehen. Schaut euch das an. Das dürfen wir zum Schluss noch mal richtig aufschalten. Wahnsinn, 130, 150. Ja, schau an. Wunderschön, wunderschön. Und dann haben wir es gleich geschafft. Gmündenbahnsteig 6, wenn wir einfahren.
Zwar ein kurzes Vergnügen, aber immerhin. Machen wir mal ein bisschen schneller jetzt. Aber der Traum ist dann auch schon wieder vorbei. Jetzt geht es hier rechts abgezweigt. Wer weiß denn, wo es da links hingeht? Weiß das jemand? Kann mir das jemand sagen? Zehn. Guck mal, jetzt werden es wieder mehr Kilometer. Ach, ich liebe das. Komma 3, jetzt sind wir falsch abgebogen. Ah, nee, doch nicht. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. 3,5 Kilometer, 60. Ich würde sagen, eine Sieferphase warten wir noch ab, dann bewegen wir uns auf die 60 zu. Ich denke, das dürfte dann so ungefähr passen. Wobei, nee, das muss schneller gehen.
So, es kommt wieder mein Angstgegner. Der 500er jetzt Magnet. Ach. Naja, versuchen wir das mal zu managen. So, das dürfen wir auf jeden Fall nicht wegdrücken, weil wir dürfen uns nicht befreien. Hier ein IC1 auf Abfahrt wartet. Schiebenderweise. So, das scheint funktioniert zu haben. Ah, Scheiße. Hat doch funktioniert, hat doch alles funktioniert. Wunderschön, wir steigen aus. Das mal aus. Dann schauen wir uns mal draußen um. Hier in Gemünden. Ja, wir stehen noch einigermaßen gescheit am Bahnsteig. Doch, auf jeden Fall. Das mit der Zwangse bzw. mit dem 500 Hz Magneten haben wir auch hingekriegt. Keine Zwangse. Ich glaube, mittlerweile weiß ich, wie es funktioniert. Ja. Das war eine sehr schöne Fahrt, finde ich. Können die Türen verriegeln. Und dann war es das mit Sicherheit. Würde ich jetzt einfach mal so annehmen. Ja, das war's mit dem Szenario und mit diesem Video. CE 7033 nach Gemünden. Wir haben gebraucht 33 Minuten 44 Sekunden für 51,52 Kilometer. Sind um 5.32 Uhr hier in Gemünden angekommen, sind um 5 Uhr in Aschaffenburg losgefahren. Ich finde, ein richtig schönes, entspannendes Szenario so für zwischendurch. Wie gesagt, stammt aus dem Creators Club. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.